Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Frank Pieper, Marvin Caro, Renald Koch und Marcel Jansen. MyBad EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Dann begrüßen wir jetzt als nächstes einen Amateurfußballer, der aber lange als Profi gearbeitet hat beim VfL Wolfsburg. Unter Felix Nager. Bei Hannover 96. Und Hannover 96. Und jetzt beim Nienhofer TSV. Das ist ganz wichtig, denn dafür ist er heute hier. Marvin Caro. Maladin, bring uns den Marvin. 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 Und wieder Applaus. Marvin. Das erste Mal, dass du heute im SM-Club bist? Nee, nicht das erste Mal, aber hatte ich schon mal eine Führung. Aber. Nur eine Führung, sonst bist du privat nicht hier? Nee, ich bin nicht so der Typ. Also privat ist jetzt hier diesbezüglich nie gefragt. Da bringt man niemanden in Schwierigkeiten, das ist ein Tabu. Starten wir auch direkt. Karl hat es eben angesprochen, Felix Magath, der hat damals über dich gesagt, ich zitiere Marvin Caro hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das war 2008, da wurdest du gerade von ihm zum VfL Wolfsburg geholt. War Felix immer so hart, wie man es über ihn sagt? Ja, das war er, aber er war halt auch ein ehrlicher Mensch. Und ich denke mal, dass viele nicht wissen, im Profibereich einfach, da musst du funktionieren, ob du jung oder alt bist. Und ich habe damals die Chance gekriegt, dort mitzutrainieren, habe sie genutzt, war froh. Und ja klar, wenn man wie Felix Magath jemandem einen Profivertrag gibt, dann ist es schon was, wo man sich auf die Schulter klopfen kann. Aber die Kunst ist nicht nach oben zu kommen, sondern die Kunst ist oben zu bleiben. Ne? Und das, als junger Spieler damals war es noch anders und da durfte man sich nicht so viel erlauben. Ja, da warst du direkt, wenn du mal ein paar Eskapaden hattest oder als junger Spieler mal ein bisschen unterwegs war, das wusste dann gleich jeder, weil Wolfsburg ist halt eine kleine Stadt, da kennt jeder jeden. Das ist dann nicht so schön, wenn man abends da irgendwo Diskothek um 4 Uhr angesprochen wird, ey, du bist doch der von VfL Wolfsburg. Ja, und dann nächsten Tag das von Felix Magath ja, zum Gespräch gebeten wird, ja, und dann sagt, hey Junge, was ist denn los bei dir? Und dann habe ich gesagt, ja, du, wir haben gewonnen, ich wollte nur mal feiern. Fand er nicht so witzig? Er fand es nicht so witzig, aber am Ende, ja, ging das Gespräch dann noch gut aus. Das ist so schön. Kontakt zum VfL gab es damals über Bernd Hollerbach, jetzt vor kurzem beim HSV mal wieder ein Trainer gefeuert worden. Wie kam er auf dich zu, A, und woher kennt ihr euch? Ich hatte damals beim HSV, bin dann direkt nach Bergedorf 85, das war damals doch, glaube ich, vierte Liga oder, ja, und das war ein Traditionsverein und ich bin beim HSV dann mit dem Trainer nicht klargekommen, habe gesagt, komm, ich mache den anderen Step, gehe über einen Amateurverein. Habe damit 17 die Chance gekriegt unter Rüdiger Schwarz, für mich ein sehr guter Trainer, der mich auch gefördert hat. Habe da meine Spiele gemacht, wusste, dass ich Gas geben muss, an mir arbeiten muss und hab dann, ich glaube, die Saison immer gespielt, hab Gas gegeben und dann ging das aber durch Oliver Schwarz und einen Berater, der dort in Hamburg sässig war, mit Ole van Beuys damals eine Kanzlei hatte und dann kamen wir so ins Gespräch, haben uns ausgetauscht und ich war nie ein Freund von Berater. Ich habe gesagt, pass auf, das ist ein Geben und Nehmen, wenn das passt, dann kannst du dir deine Lorbeeren abholen und wenn ich da oben hinkomme, ne, dann so war das immer. Ja, dadurch ist der Kontakt entstanden. Mein Berater kannte Hollerbach, der war vorher auch beim VfL 93 Trainer hier in Hamburg, erste Trainerstation. Und er hat gesagt, der Junge, guck dir den Junge mal an. Ja, und dann hat er sich mich angeschaut und hat gesagt, ja gut, der ist gar nicht so verkehrt, den wollen wir mal testen. Und dann hatte ich dann aber noch andere Gespräche im Winter mit Andreas Bergmann, wo ich später hingewechselt bin, aber habe dann gesagt, pass auf, wenn ich so ein Angebot kriege, man kriegt nicht viele Chancen im Leben, dann nutze ich. Ja, dann bin ich damals mit meinem Trainer hochgefahren nach Wolfsburg, ganz ehrfurchtig, als ich Felix Magath gesehen habe und habe gesagt, ja, ich will mal mittrainieren, wer bist du denn? Ich sage, ja, ich bin der Marvin. Ja gut, zieh dir mal deine Sachen an, da haben wir 2 Tage mittrainiert und ja, da hat er gesehen, dass ich gewisse Qualität habe und hat gesagt, ja, auf dich baue ich und habe ich den Profivertrag unterschrieben. Ist klar eine ganz andere Welt. Damals noch in der Saison deutscher Meister geworden. Spieler wie Edin Dzeko oder Marcelinho oder Kafic oder Marcel Schäfer oder Simonek Matlung, egal, kann ich jetzt Daniel Bayer oder Christian Gentner.
ist schon ein anderer Schlag, wenn du in die Kabine kommst. Ja, du hast deinen normalen, mit 17 Jahren hast du ja noch nicht so viel Geld. Gehst, ja. Ja, gehst normal einkaufen, da siehst du Gucci-Tasche, ne, teure Uhren. Ich war halt, ne, ich hab dann da, neben Daniel Boboja, ich weiß nicht, ob du den kennst. Klar, früher auch beim HSV. Paradiesvogel, und dann hatte ich ja damals eine Unterhose von H&M. Ja. Da sagte er, ey, was ist das denn? Eine Katastrophe. Nächsten Tag kann man mit Hugo Boss an. Da habe ich gesagt, danke. Zu einem Einsatz bei den Profis hat es im Endeffekt dann nicht gereicht. Was hat gefehlt? Ja, so also ich war direkt im Kader gegen, ich weiß gar nicht, wer das war. War das Schalke? Ich glaube Schalke im DFB-Pokal. Oh nee, Arminia Bielefeld war das zuerst. Ja, und dann gegen Schalke. Mhm. Ja, am Ende ist das halt schwierig gewesen. Der Kader war sehr stark. Magath hat eine, der war ein Jose auf 6 Weltmeister. Dann hast du Marcel Schäfer, der damals Nationalspieler geworden ist. Mhm. War halt schwierig. Da hat er vielleicht, da war der Kader zu stark und ich war noch nicht so reif, dass ich sage, dass er mir die Chance vielleicht schon da gegeben hat. Und dann ist es halt schwierig, dann ist eine eingespielte Mannschaft, der will Erfolg haben, der hat ja nicht umsonst gegen Bayern 5-1 gewonnen. Ja, da kann man sehen, wie stark der Kader war. Ja, aber als junger Spieler irgendwann, dann hast du natürlich auch, hast du immer auch Eskapaden, und das ist dann im Profibereich, wird es dann nicht so toleriert, und dann irgendwann war es dann halt zu viel und dann ging es in die andere. Du bist ja auch ein bisschen als Heilsporn auf dem Platz, ne? Ja, ich bin so wie ich bin. Ich habe meinen Charakter, da kommt nicht jeder mit klar, aber ich bin einer, der gerne in Zweikämpfe geht, der vorangeht, der aber auch, ich sag sachlich bleibt. Ja, aber muss man ja, weil ja, das vermissen wir jetzt im Augenblick beim HSV zum Beispiel. Ja, also zum Thema HSV, ich habe ja unter Hollerbach trainiert. Ich finde es schade, weil. Ist nicht alles korrekt gelaufen, und beim HSV ist das ja nicht seit heute so, ist ja schon länger so, dass da welche im Vorstand sind, die von, ich sage jetzt mal, Fußball keine Ahnung haben. Ja, und dann jeder will, da der eine sagt das, der andere sagt das, und dann machst du ja alles kaputt im Verein, die Trainer verscheuchst du, und dann werden Spieler geholt, die für mich, also zum Wolles, keine Qualität hat, um in der Bundesliga zu spielen. Also ich denn, als ich die U23-Spieler gesehen habe, habe ich gesagt, top, das ist, die spielen 10-mal besser. Und haben das auch eher verdient als ein Wallace, der 3 Millionen oder 4 Millionen, und der bringt ja gar nichts. Also ist meiner Meinung nach. Deswegen ist das der richtige Schritt, und ich hoffe, dass der HSV dann irgendwie langfristig wieder wo sie hingehören, in die Champions League irgendwann mal wieder reinkommt. Das wäre schön. Kalle hat eben gesagt, du bist ein Heilsporn auf dem Platz. Letzte Woche stand ich mit Pascal Ehrenberg, der war da auch übrigens gesperrt, spielt auch bei Niendorf, für unsere Zuschauer da draußen, gesprochen. Der sagte, Lieblingsbeschäftigung von Marvin Caro, während des Spiels gelbe Karten sammeln. Ist das so? Also wenn man der Kartenstatistik glauben mag, ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Andere sagen Trollpunkte sammeln, aber ich sag dann nein. Also ist es, man muss es sagen. Oder möchtest du einfach dafür nur sorgen, dass am Ende der Saison die Mannschaft ganz auch so voll ist, dass man noch ein bisschen weiter. Ja, ich tue halt was Gutes. Ne? Ich bin ein sympathischer Mensch. Ich tue auch, dass die Kasse voll ist. Nein, aber es ist halt in der Oberliga, da wird halt anders gepfiffen wie jetzt woanders. Ne? Also in der Regionalliga oder höher wird noch ein bisschen was durchgelassen, aber in der Oberliga ist halt schwer, und dann. Ja, dann ist es halt so, dann so wie ich, dieses Jahr glaube ich Rekord, so viele gelbe Karten hatte ich noch nie, aber wenn wir am Ende oben stehen, ist es mir auch egal. Du hast angesprochen, am Ende oben stehen, ihr spielt die beste Saison seit Jahren, du bist jetzt seit Oktober 2016 bei Niendorf. Ist jetzt dann auch die Vizemeisterschaft im Moment, seid ihr Zweiter, das Ziel? Ja klar, also wenn du jetzt so oben schon bist, dann willst du auch da oben bleiben. Ne? Also es wird jetzt schwer, wir haben jetzt die Woche Donnerstag ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Pokal, wo es für den Verein viel geht, wo wir auch Vereinsgeschichte schreiben können. Und ich denke mal, das wird nicht einfach, aber unser Ziel ist, oben zu bleiben. Ja, unsere Mannschaft ist vom Kader her, von der Qualität her, dafür bestens aufgestellt. Und ich denke mal, wenn wir so weiterspielen wie jetzt, können wir schon... hoffen, dass wir den zweiten Platz kriegen, und den wollen wir auch. Das noch können wir nicht mal einholen, dafür sind sie einfach zu gut. Und die Qualität, dass sie Punkte liegen lassen, aber ich denke mal, das wäre schon ein Riesenerfolg, wenn wir Zweiter werden. Abschließend letzte Frage. Du hast angesprochen, Donnerstag ist Pokal gegen Altona. Altona spielt in der Regionalliga. Wie realistisch ist ein Aufstieg für Niendorf in die Regionalliga? Ihr habt eine A-Jugend-Bundesliga auch. Das wäre das Nonplusultra Regionalliga in Niendorf, oder? Ja, das gab es, glaube ich, noch nicht. Der Verein ist halt riesengroß. Das führt dann langfristig nicht weg, dass man da in die Regionalliga aufsteigen will. Also dieses Jahr ist halt ein Tick zu früh. Wir haben dieses Jahr das erste Mal, wo wir oben erfolgreich spielen. Wir müssen das nächste Jahr bestätigen.
dann ist es auch wiederum, du brauchst natürlich die Gegebenheiten, Stadion, alles was dazugehört und ist auch finanzielle Sache. Ich denke mal, der Nienhof hat sich viel bewegt, also das in der Richtung sind die gut aufgestellt, aber ich denke mal, dass sie auch mit Köpfchen arbeiten und sagen, hör mal, wir können das schon einschätzen und dann nächstes Jahr bestätigen und dann, denke ich mal, führt der Weg denn nicht, wenn der sportliche Erfolg so ist wie dieses, diese Saison, nicht weit weg, dass man dann irgendwann auch die Regionalliga als Ziel anpeilen kann. Anpeilen kann und auch melden tut. Okay. Frage, was macht die Privatperson Marvin? Ja, die, ich bin zurzeit, ja wie gesagt, noch Fußballer bei Niendorf und habe dann nebenbei, ja, ich bin jetzt nebenbei, ich versuche mich selbstständig zu machen mit meinem Bruder. In einer, ja, ich komme aus einer Schaustellerfamilie, so, da wird halt viel geackert und ich bin da seit Kind auf schon mit drin. So, habe mich damals nur für den Profifußball, ich wollte immer Profifußball werden, ja, mit dem Hubi zum Beruf. Ja, und so viel Geld kann man nicht verdienen. Aber jetzt irgendwann im gewissen Alter muss man auch halt. Weiter gucken, genau, sein zweites Standbein aufbauen und ich denke mal, ich bin hier in Hamburg ganz gut aufgehoben und ich hoffe mal, dass alles so wird, wie ich es mir vorstelle und dann... Ja, dann wünschen wir dir viel Glück und viel Erfolg. Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Und bedanken uns, dass du da warst. Ein Applaus für Marvin Caro. Nadine! MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair.